Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, ich denke, es wird heute bei einem Tag bleiben und wir werden danach die Kiste dicht machen und so weiter, weil ich morgen wahrscheinlich nicht zum Drehen kommen werde. Der Tag ist verplant, so wie es ausschaut im Moment. Deswegen nehme ich jetzt für euch auf und morgen ist mal ein Drehruhetag, deswegen nur einen Tag. Aber ich habe euch ein bisschen was zu berichten. Und bevor wir damit starten können, ihr kennt das Spiel, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich könnte eure Kaufentscheidung durch das, was ich sage, beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr Links zu den einzelnen Sachen, die ich hier vorstelle. Ihr findet Erklärungen zu den Links und ihr findet Zeitstempel, damit, wenn ihr euch ein Thema nicht interessiert, ihr ganz bequem weiterspringen könnt. Ja, also, hier habe ich mir Notizen gemacht. Recht wenig, recht dürftige Notizen. Die meisten Sachen habe ich vergessen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, dass das Lesen weiterhin bei mir super gut funktioniert. Ich bin wieder richtig drin. Ich mache mir aber auch nicht das Drama. Im Moment zum Beispiel habe ich ein Buch am Start, was mir nicht wirklich gefällt. Ich finde, fühle keine Verbindung. Ich bin jetzt auf den letzten Seiten und ich habe immer noch keine Verbindung zu dem Buch, zu den Charakteren, zu irgendetwas aufgebaut und das ist schwer. Ich kann es jetzt auch vorziehen, ne? Es ist Hurricane Heart. Genau, Hurricane Heart. Es ist einfach nicht mein Buch. Ich fühle mich daran nicht zu Hause und gerade bei Liebesgeschichten oder so ist es schwer. Ist es wirklich schwer, wenn man dann halt keine Verbindung spürt. Ich spüre einfach immer noch keine. Und das jetzt, ich glaube, ich habe noch 3 Kapitel oder so. Und lasst es 4 und den Epilog sein. Aber ich bin halt herzmäßig nicht involviert. Das Cover war für mich romantischer, verklärter als der Schreibstil, die Person, die Handlung einfach ist. Und ja, es ist einfach, im Endeffekt hätte ich jetzt immer gedacht, das Buch, das gefällt dir nicht. Solltest du es jetzt abbrechen? Solltest du es weiterlesen? Was solltest du jetzt machen? Und jetzt sage ich mir, es geht ums Lesen. Und ich hole mir die Entspannung dadurch und das Buch tut mir nicht weh. Und solange ein Buch mir nicht weh tut, also mich in Emotionen führt, die ich gerade nicht fühlen will, ist alles okay. Das ist jetzt mein Mantra. Und ich meine mal, ich lerne trotzdem dazu. Ich lerne ein bisschen was jetzt gerade über die Coast Guard, dass die zum Militär gehört in Amerika. Ich habe es jetzt nicht gecheckt. Es wird im Buch so beschrieben. Aber es sind ja immer Kleinigkeiten, die man dadurch lernt und Momente, die auch recht nett sind oder schön sind. Situationen, die man dann doch ganz gerne erlebt. Aber jetzt ganz ehrlich, es ist viel entspannter für mich, jetzt zu sagen, es muss kein 5-Sterne-Buch sein und ich gebe gar keine Sterne. Das ist das Bequeme, dass ich jetzt sage, okay, wenn es ein Mega-Buch ist, dann kriegt es 5 Sterne von mir, weil ich einfach dem Buch noch 5 Sterne geben will und alles andere werde ich jetzt gar nicht mehr bewerten, so, sondern werde einfach sagen, okay, ich sage zu euch, dann halt in einem richtigen Text, ich habe keine Connection aufbauen können, aber ich bewerte dadurch das Buch nicht. Ich sage einfach nur, wie es mir gefallen hat. Und ich finde, so Sterne geben und vor allen Dingen auf diesen ganzen Plattformen ist noch eine ganz andere Bewertungssache und ich fühle mich jetzt, im Moment fühle ich mich frei. Im Moment fühle ich mich gut damit. Hoffen wir, dass es so bleibt und dass ich einfach auch in diesem Lesefluss drin bin. Ich habe tolle Bücher noch am Start, auf die ich mich jetzt schon lange gefreut habe. Und jetzt bin ich auch entspannter, dass es mir ja nicht hundertprozentig gefallen muss. So, dann das nächste ist, dass der Verlag mir geschickt hat. Also das ist der Penguin Verlag gewesen. Verführung und Verrat, die Somerset Saga. Yamaha hat den ersten Teil der Somerset Saga gelesen und fand ihn sehr gut. Fand auch, dass schön die Regency erklärt wird, dass man viel über die Benimmregeln der damaligen Zeit lernt, auch für Neuansteiger, Leute, die noch nicht viel mit diesem Genre des historischen Liebesromans halt was zu tun gehabt haben. Es waren damals halt ganz andere Regeln, es waren ganz andere Sitten, es waren ganz andere Gebräuche und sie fand es sehr gut, halt auch als Einführung, den ersten Teil. Jetzt habe ich hier den zweiten Teil, hier geht es um jemand anderen und hoffe ich doch, aber ich glaube, das hatten wir nachgeguckt und ansonsten muss man es lesen. Ja, und der Verlag war so liebenswürdig, es mir jetzt zuzuschicken und jetzt freue ich mich darauf, den nächsten Teil zu lesen.
Und bin sehr gespannt, ob es mir genauso gut gefallen wird, wie Ma der erste Teil gefallen hat. Aber Leute, ich habe eine Sache nicht bedacht. Und das ist, wie viele Seiten es hat. Es hat über 600 Seiten. 624 Seiten. Das finde ich für einen Liebesroman knaller viel. Also extremst viel. So viel, dass ich jetzt schon denke, ob das mal nicht langatmig wird. Ich weiß es nicht. Ich bin gewöhnt, dass so eine Liebesgeschichte 400 Seiten, das sind dann schon für mich die langen Bücher in diesem Genre. Und ich finde, das ist eine ordentliche Ansage, ne? Über 600 Seiten, findet ihr nicht auch? Also ich finde das zumindest, ist eine ordentliche Ansage. Also drückt mir die Daumen, dass es mir gut gefallen wird und dass ich nur so durch die Seiten fliege. Es ist auch noch relativ klein geschrieben. Ich bin jetzt so gespannt, wie jemand so viele Seiten füllen will mit interessanter Handlung im Liebesromanbereich, dass ich, ja, ich weiß noch nicht, ob es das nächste ist, weil jetzt ganz ehrlich, diese 600 Seiten schrecken mich jetzt gerade nach dem Moment ab, wo ich aus der Leseflaute rausgekommen bin. Ich hatte das Buch angefragt zu einer Zeit, in der ich, also schon viel länger vorab, in der ich eigentlich schon dachte, okay, du kommst jetzt wieder aus der Leseflaute raus. Jetzt bin ich gerade raus und 620 Seiten ist eine Ansage, aber okay. Auch das werden wir irgendwie schaffen. Nur, ich weiß jetzt noch nicht, ob das das nächste Buch wirklich sein wird. Aber ich wollte es euch schon mal zeigen und ich freue mich total darauf. Und es ist ja auch mega schön gestaltet. Findet ihr nicht auch, dass diese Cover extrem schön sind? Und es ist genau mein Genre. Ihr wisst, ich liebe historische Liebesromane, Regency und auch viktorianisch. Viktorianisch vielleicht noch ein ganz klein bisschen mehr. Aber das ist so absolut meins. Und ja, wir werden sehen. Wenn sehen. So, dann kommen wir jetzt zu den Puzzlen, die gelegt werden oder die gelegt wurden. Fertig ist Tiana. Tiana ist sehr gut fertig und also es ist Kinkade ist ein bisschen schwieriger. Ich würde Kinkade nie jemandem empfehlen, der halt gerade erst mit Puzzeln anfängt oder sagt, ja, könnte das ein Hobby für mich sein, da könnt ihr schon ziemlich verzweifeln dran. Zwischenzeitlich habe ich auch wieder gedacht, warum machst du das? Warum holst du dir immer wieder ein Kinkade? Natürlich, die Antwort ist einfach, weil sie wunder, 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 wunderschön sind. Aber die Qualität ist halt so, wenn ihr das mit Ravensburger, diesen Farben hier vergleicht, habt ihr bei schlechten Lichtverhältnissen noch oder bei guten. Ich habe eine Architektenlampe darüber, also eine richtige Architektenlampe. Ich habe gute Lichtverhältnisse, aber wenn es nicht Tageslicht ist, wird es bei Kinkade schon schwieriger. Aber ich zeige euch jetzt mal was. Ich habe es versucht, ein bisschen so zu halten. Es bröckelt jetzt, weil ich es hier schon links. Aber ihr seht es, ich habe es als Matte zusammenfalten können. Ich konnte es als Rolle zusammenhalten. Es ist super. Super zusammengesteckt. Also die Qualität ist begeisterungswürdig. Ich finde ja, wenn man das dann so auseinandernehmen kann, okay, jetzt bröckelt es, aber das ist jetzt auch schon seit gestern Abend da drin, aber ihr seht es. Es hält. Es hält so lange und es hält so intensiv. Also ich konnte das richtig als Rolle zusammenrollen und konnte das dann erstmal durch die Gegend schleppen. Und dann habe ich es versucht, irgendwie in den Karton zu kriegen, um euch auch mal zu zeigen, wie gut diese Teile zusammenhalten. Also sie halten wirklich Bombe zusammen. Ja, also für ein Kinkade fand ich es aber relativ einfach, muss ich sagen. Also es ist jetzt noch eins der einfacheren Kinkade. Aber wir haben es auch so gemacht, wir haben erstmal die ganzen Szenen gelegt und dann haben wir ja, einzelne Bereiche, das Wasser, die Blumen, diese Sachen rausgesucht, haben die gelegt und dann später haben wir nur die restlichen Sachen aufgefüllt. So war die Taktik hierbei. Und jetzt, ich habe im Moment es mit Washi-Tape zugeklebt, aber Washi-Tape hält ja nicht so gut wie andere. Dafür kriegt man es auch wieder leichter auf. So, ja. Und jetzt habe ich gestern Abend dann dieses Puzzle hier rausgekramt. Es ist die Geburtstagsparty von Winnie Pooh. Und ich liebe dieses Puzzle. Ich wollte das jetzt so lange haben und sie hatten es nicht günstig. Und jetzt habe ich es, glaube ich, für 12 € in einem Spieleladen gekauft. Und ich bin, ach,
ganz verliebt. Also ich finde, die Farben sind toll. Es ist einfach sehr klar, was es bei King Kate halt nicht ist. Und ja, jetzt kommen wir aber zu dem Ding. Ich habe gedacht, das ist mega easy. Ich habe gedacht, es wird so eine leichte Nummer, das Ding zu legen. Was ich nicht bedacht habe, ist, wenn ihr kleine Figuren auf den Puzzlen habt, habt ihr es einfacher. Hier sind große Figuren drauf und die sind in viele kleine Einzelheiten zerlegt und da wird es schwieriger. Also ich glaube, hier dran werden wir länger sitzen. Es ist halt wirklich eins von den schwierigeren Puzzlen, so wie es scheint. Ma hat auch nur, ich habe die Teile in der Hand und sage, oh, da habe ich mich aber voll im Schwierigkeitsgrad verschätzt. Und dann hat Ma die Puzzleteile in die Hand genommen und hat dann nach kurzer Zeit gesagt, jetzt weiß ich, was du meinst, das wird nicht einfach. Ja, also besser ganz viele kleine Figuren als viele große Figuren. Das ist jetzt das, was ich lerne. Und ich habe wirklich dieses Puzzle rausgesucht, weil ich gedacht habe, nur Frustrationsmomente, schnell und easy, allerhöchstens anderthalb Abende, wenn überhaupt. Das wird länger dauern. Voll verschätzt. Volle Kanne verschätzt. Ja, aber ich liebe die Reihe. Ich liebe die Reihe hier von Ravensburger. Ich habe Dornröschen schon gemacht, fand ich großartig, tolle Farben. Es hatte einfach Spaß gemacht, sich auch mit den Farben zu beschäftigen. War aber auch schwieriger. Und ich habe Aladdin noch. Es ist toll. Aber gut, okay. Ich habe jetzt 8 Puzzle, ohne dies hier 7 Puzzle in der Pipeline, die ich noch nicht gemacht habe. Und ja, mal gucken. So, dann das aktuelle Buch hatten wir schon. Aber, ach ja, Geburtstagskinder, genau, das ist ja noch ein Thema. Geburtstagskind ist Viggo Mortensen. Viggo Mortensen kennt ihr vielleicht als Aragorn aus Herr der Ringe. Und, ach, ich war damals ganz begeistert von ihm. Ich fand ihn großartig. Ich habe überhaupt ja Herr der Ringe. Ich habe ja hier auch den Herr der Ringe Ring, ne? Der bei Schwarzlicht leuchtet. Ich habe abends Abendstern. Das sind alles Sachen, die brauchte ich nach Herr der Ringe. Das war so ein richtiges Flash-Ereignis damals im Kino gewesen. Und ja, Aragorn, nur ein schmutziger Aragorn ist ein guter Aragorn, wie eine Freundin von mir gesagt hatte. Und ich musste Elbisch lernen und diese ganzen Sachen. Ich habe nichts weiter mit ihm gesehen, weil ich finde, er war nie so toll wie in dieser Rolle und ich wollte ihn mir auch nicht in anderen Rollen angucken. Ehrlich gesagt, er sollte für immer Frozen in Time mein Aragorn sein und damit war ich dann auch mehr als zufrieden. Also Viggo Mortensen hat Geburtstag. Sollte es gespielt werden, glaube ich, von Stuart Townsend, den ich als Lestat in Königin der Verdammten halt sehr intensiv gesehen habe. Eine Freundin war wie besessen von diesem Film, hat ihn rauf und runter geguckt und wenn wir Filme Abende oder so hatten, war es immer Königin der Verdammten. Und, oder Filme Nachmittage. Damals waren wir ja noch so jung, dass es Nachmittage waren. Und ja, also Stuart Townsend gehörte einfach sehr stark zu meiner Jugend dazu. Aber jetzt ganz ehrlich, nein, er hätte Aragorn tatsächlich meiner Meinung nach nicht spielen können. Ich bin froh, dass sie Viggo Mortensen genommen haben. Und ja, zumindest, ich hoffe, dass es Stuart Townsend war, der es erst übernehmen sollte. Ich hatte das mal irgendwo gelesen. Aber ich bin froh wirklich, dass Viggo Mortensen damit besetzt wurde. Und ja, nochmal Happy Birthday. Du hast mir meine Jugend versüßt. Ich fand, er gehörte einfach dazu, ne? Obwohl der Lieblingscharakter Pippin war. Billy Boyd. So süß, so knuffig, so toll. Ja, aber Viggo war dann nochmal eine ganz andere Nummer, ne? So, okay, dann kommen wir zur Goodreads-Zeitreise. Und ich habe tatsächlich keins der Bücher jetzt gerade hier greifbar, weil ich es vergessen habe, die rauszusuchen. Es ist gerade ein Tohuwabohu. Ich muss auch gleich, sobald das Video abgedreht ist, noch unterwegs sein, muss noch Dinge erledigen für morgen und ja. Hat sich jetzt alles durch einen Telefonanruf wieder ein bisschen durch die Gegend geschleudert, wie in der Waschmaschine. Mein Leben, was ich gerade so schön strukturiert vor mir hatte, ist jetzt wieder völlig ohne Struktur. Aber okay, gut, fangen wir an mit der Zeitreise. Lasst uns tanzen und Champagner trinken, habe ich letztes Jahr zu Ende gelesen. Das war die Biografie über Isadora Duncan, die ja mit diesen
die als Tänzerin bekannt wurde, einen eher tragischen Tod hatte und ja auch eine Lebensgeschichte, die nicht immer einfach war. Ich kann euch aber die Biografien von Michaela Kahl sowas von empfehlen. Wenn ihr mit irgendeiner Person anknüpfen wollt, wenn ihr wirklich gut geschriebene Biografien ausprobieren wollt, dann ist immer meine Antwort, probiert die von Michaela Kahl. Da habt ihr keine Langeweile. Es ist nicht trocken geschrieben. Sie hat einen wundervollen Schreibstil. Soweit ich es sehen kann, sind sie sehr gut recherchiert und sie hat einfach so das Händchen, genau die richtigen Sachen halt zu betonen und es wird nicht langweilig. Man kann die Bücher so weglesen. Also Michaela Kahl, von mir immer wieder eine Biografie-Empfehlung. So, das nächste ist dann 2020, hatte ich gelesen, kreist sie Mickens mal andersrum vor. Also jetzt sind wir, das war 21, jetzt sind wir bei 20. Ja, bei 20. Und da habe ich Kreisziehen beendet. Kreisziehen ist ein christliches Wunscherfüllungsbuch, so könnte man das sagen. Das gab es damals gratis zu lesen bei Kindle Unlimited. Und ich hatte bei YouTube halt Videos über Wunscherfüllung und so gesehen und bin dann aufs Kreisziehen gekommen. Ich muss sagen, meine Erfahrungen mit Kreisziehen sind ziemlich gut gewesen. Aber irgendwas stört mich daran. Vielleicht, weil man versucht, etwas zu erzwingen und es vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist so ein bisschen, als wollte man Gott zwingen. Und das fand ich vielleicht nicht ganz so gut. Aber es ist mehr als interessant. Es geht davon aus, dass ihr Kreise ziehen müsst oder euch in einen Kreis setzen müsst, dass Kreise halt magisch sind. Und dass man so halt viel bewirken kann. Also wenn ihr euch mit Wunscherfüllung beschäftigen wollt, dann guckt euch wirklich mal Kreisziehen an. Es ist sehr interessant, das mal aus einer christlichen Perspektive zu sehen, dass es auch diese Rituale ja noch nicht mal wirklich, aber diese Formen halt von Wunscherfüllung auch in der christlichen Kultur gibt. Und mega interessant war es. Also guckt mal danach, wenn euch das interessiert. Und ich kann sagen, das war, womit ich Kreisziehen gemacht habe, wirklich ernstlich gemacht habe, hat geklappt. Also das hat wirklich geklappt und das war eigentlich fern von dem, was ich mir eigentlich richtig vorstellen konnte, dass das klappt, aber es hat funktioniert. Und ja, ich weiß nicht, warum ich im Moment es nicht tue. Es gibt so ein paar Sachen, die würde ich gerne in meinem Leben ändern. Und Ma sagt immer, nimm deinen Hula-Reifen, weil ich setze mich in einen Hula-Reifen. Ich habe gedacht, okay, ich brauche eine Kreisform. Ich nehme einen Hula-Reifen und setze mich da rein. Und ich weiß nicht, warum ich es im Moment nicht mache. Keine Ahnung. Irgendwie ist das Feeling gerade nicht da. Wahrscheinlich, weil ich unterbewusst so nervös bin, schwingungsmäßig. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich es eigentlich mal wieder sollte. Ich sehe es mehr so wie so ein Telefonat mit den höheren Kräften. Ich setze mich dann da rein und rede. Und spreche mir auch immer alles von der Seele. Also ich soll es eigentlich wieder machen, nur das Gefühl ist nicht da. Und ich finde, man muss immer auf das Gefühl bei solchen Sachen achten. Keine Ahnung. So, dann das nächste ist 2020 Lady Arrington und der tote Kavalier. Das war mein Hörbuch zu der damaligen Zeit. Und ich muss sagen, Lady Arrington konnte mich nicht ganz so begeistern. Ich war ein bisschen gelangweilt von dem ganzen Hörbuch. Ich habe sogar beim Hörbuch springe ich eigentlich nicht, weil ich immer Angst habe, wirklich was zu verpassen. Es sei denn, es sind Bettszenen. Also ihr wisst, ich habe es ja nicht mit Bettszenen, die überspringe ich immer. Oder zu 80% werden sie übersprungen. Und bei Lady Arrington habe ich jetzt in der Handlung gesprungen, bei einem Krimi. Das war für mich auch neu, dass ich das gewagt habe, aber es hat sich halt so ein bisschen totgelaufen, keine Ahnung. Vielleicht war es auch nicht mein Setting, es ist eine Kreuzfahrt. Es geht zwischenzeitlich, glaube ich, noch nach Kuba. Hey, das Buch ist vor zwei Jahren habe ich es gehört. Aber irgendwo, ja, ich hatte sehr große Hoffnungen in die Reihe, weil ich finde einfach, die Cover sehen sehr hübsch aus, aber es konnte mich halt nicht wirklich begeistern. Aber ich glaube, dazu habe ich eine Besprechung abgedreht. Könnte gut sein. So, dann das nächste ist Jäger des verlorenen Schätzchens. Habe ich 2017 gelesen und ich hatte so gehofft, dass das meins wäre. Ihr wisst, ich stehe auf Abenteuerromane. Ich finde sie nur zu selten. Also alles, was so in Richtung Abenteuer, Dschungel, Indiana Jones in letztendlich geht, bin ich eigentlich Feuer und Flamme. Und Jäger des verlorenen Schätzchens sah einfach danach aus und ich
war dann halt enttäuscht, weil es meine hohen Erwartungen nicht wirklich getroffen hat. Ich war damals aber auch noch nicht im Romantik-Genre so angekommen. Es könnte gut sein, dass es mir heutzutage komplett anders gefällt, weil ich einfach weiß, worauf ich mich einlasse. Damals war das noch, ich hatte noch eine ganz andere Verbindung zu meinem mittlerweile Lieblingsgenre und ich habe noch nicht so wirklich die ganzen... Was einfach dazugehört, was die Leute auch davon erwarten, was Autoren einbauen müssen. Ich hatte das noch nicht so wirklich klar auf dem Schirm. Ich weiß also nicht, wie es mir gefallen würde. Die Grundidee fand ich super. Es war auch ein bisschen magisch. Mit, glaube ich, so einem Nachthemd, was die Frauen der Familie halt anziehen. Und dann träumen sie an irgendeinem Geburtstag oder so. Und dann träumen sie von ihrem Typen, der dann da kommen wird. Die große Liebe ihres Lebens. Und dann taucht er meistens dann auch innerhalb der nächsten Woche auf. Und ja, das fand ich, war ein richtig toller Plotpoint, aber irgendwie hat es mich nicht richtig gekascht. So, und dann 2016 habe ich Notbremse nicht zu früh ziehen gelesen. Das ist von Andreas Altmann, eine Reise durch Indien. Ich kann mich nur noch bruchstückhalber, glaube ich, an Kalkutta erinnern. Ich habe so viele Reiseberichte über Indien gelesen, dass ich nicht mehr wirklich weiß, welcher Reisebericht wer was geschrieben hatte oder so. Deswegen kann ich euch dazu auch gar nicht so viel jetzt noch sagen. Ja, aber jedenfalls Notbremse nicht zu früh ziehen. Andreas Altmann. Also Andreas Altmann kann ich euch als Reisejournalist immer empfehlen, weil ich finde, dass er sehr ehrlich ist. Er schmeichelt sich nicht beim Leser ein. Ihr kriegt seine klare Meinung. Ihr könnt also damit über Kreuz liegen oder ihr könnt sagen, endlich spricht es mal jemand aus. Aber er ist halt nicht derjenige, der sich beim Leser einschleimt. Und ja, das mag ich. Das ist ähnlich wie bei Helge Timmerberg. Also die beiden waren meine Lieblingsreisejournalisten, als ich in dieser Phase war, als Reiseliteratur halt wirklich meine liebste Literatur war. So, gut. Und dann kommen wir jetzt zu den momentanen Büchern. Ich bin immer noch bei A History of Us, Teil 3. So langsam taue ich mit April auf. Ich bin jetzt irgendwo bei 40%, denke ich. Ich habe ja keine Prozentzahlen, ich muss es jetzt schätzen. Ich glaube, ich habe noch so 6 Stunden noch was zu hören. Und ja, so langsam finde ich mich auch mit, komme ich auch bei April mit rein. Ich mochte diese ganze Familiendynamik von Mitch sehr gerne bis zu einem bestimmten Punkt. Jetzt mag ich sie nicht mehr so gerne, was ich echt schade finde. Ich dachte, es ging noch mehr so um dieses Clan-Verhalten, aber ich glaube, im Clan ist so ein bisschen der Wurm drin. Aber insgesamt mag ich es. Es ist nur jetzt halt nicht überfliegermäßig, so wie der erste Teil, wo ich ja richtig verliebt war. Also ich war ja megamäßig in das Buch verliebt. Ja, und ich hatte euch gesagt, ich lese Hurricane Heart weiter und bin damit eigentlich nicht so zufrieden, aber das sollte jetzt ja heute irgendwann passé sein. Und dann muss ich gucken, was ich als nächstes lese. Dann werde ich mal sichten, worauf ich am meisten Lust habe im Moment. Und vielleicht wird es ja auch das 620-Seiten-Buch. Kann gut sein. Es will ja gelesen werden. Und ich glaube auch, dass es gut ist. Ich glaube wirklich, dass es gut ist. Mara war sehr angetan vom ersten Buch. Und dabei ist es nicht mehr ihr Genre. Es war früher ihr Genre eine ganze Zeit. Jetzt momentan ist es nicht mehr ganz so ihr Genre. Aber ja. Außerdem habe ich jetzt schon lange keine Regency mehr gelesen, oder? Ich weiß nicht, ich verliere die Übersicht. Okay, meine lieben Freunde, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.